Rund 7 Euro Miete pro Quadratmeter in einer Großstadt. Nicht besonders viel, wenn man sich einmal in Stuttgart, Frankfurt am Main oder München umhört. In Österreichs Hauptstadt Wien ist das für knapp die Hälfte der Bevölkerung Wirklichkeit. Wie machen die das? Wohnen in Wien kann sehr teuer sein, nämlich bei den Wohnungen, die auf dem freien Markt angeboten werden. Ja, Wien ist kein Insel der Seligen. Das muss man schon auch sehen. Das wird in der öffentlichen Diskussion, gerade wenn aus internationaler Perspektive auf Wien geblickt wird, oftmals vergessen. Doch 43% der Menschen in Wien leben in Sozialwohnungen. Für 5 bis 9 Euro pro Quadratmeter. Sozialwohnungen sind vom Staat gefördert. In Wien entweder von der Stadt selbst oder von gemeinnützigen Unternehmen erbaut. In Hamburg sind es beispielsweise nicht einmal 8%. Aber woher kommt der Unterschied? Wien baut selbst. Das neueste Großprojekt, die Seestadt Aspern. Bis 2030 soll um einen Baggersee herum Wohnraum für 25.000 Menschen entstehen. Diese Großprojekte haben in Wien Tradition. Im Jahr 1919 kam die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, eine Vorläuferin der heutigen SPÖ, in Wien an die Macht und begann zu bauen. Sie wollte nach eigenen Aussagen nicht nur günstigen Wohnraum schaffen, sondern auch Lebensqualität. Die Idee des Wohnens damals war, dass man sagt, man möchte über die Veränderung des Alltags, eben zu dem auch Wohnen ganz zentral dazugehört, die Gesellschaft verändern. Das bekannteste Projekt aus dieser Zeit ist der Karl-Marx-Hof. In den 1.382 Wohnungen lebten mehr als 5.000 Menschen. Es gab einen Park, Geschäfte, eine Bibliothek und Kindergärten. Die Stadt holt sich Hilfe von gemeinnützigen Unternehmen. Die bezahlen keine Steuern, dürfen aber auch fast keine Gewinne machen und sind verantwortlich für die Hälfte des sozialen Wohnbaus. Alleine in Wien über 200.000 Wohnungen. In der DDR wurden Mieten eingefroren, Privateigentum auf Boden abgeschafft und Quadratmeterpreise zentral festgelegt. Wohnungen wurden durch kommunale Wohnungsämter zugewiesen und der Wohnungs- und Städtebau war Teil der staatlichen Planwirtschaft. Zwar baute die DDR größtenteils selbst, es herrschte trotzdem Wohnungsnot, weil zu wenig in Instandsetzung und Modernisierung der Altbauwohnungen investiert wurde. So scheiterte der Staat am eigenen Anspruch. Die Bundesrepublik macht es hingegen ähnlich wie Wien. Nach dem Krieg sollte schnell neuer Wohnraum entstehen. Gewinnbeschränkte Unternehmen bauten steuerfrei und vom Staat subventioniert in wenigen Jahren fast 5 Millionen Wohnungen. Die Neue Heimat war eins dieser Unternehmen. Deren Chefs verhielten sich aber nicht besonders gemeinnützig und steckten sich in den 80er Jahren viel Geld in die eigenen Taschen. Das Vertrauen in die gemeinnützigen Unternehmen bröckelte, bis sie 1990 abgeschafft wurden. Der vielbesprochene Neoliberalismus, der am Wohnungsmarkt in Ländern wie England, aber auch in Deutschland sehr viel Einfluss hatte, ist in Österreich später und auch weniger dramatisch gekommen. Von den 3 Millionen Sozialwohnungen im Jahr 1990 sind in Deutschland nur noch 1 Million übrig. Neue Sozialwohnungen entstehen heute durch die Wohnraumförderung. Die Bundesländer unterstützen Unternehmen beim Bauen finanziell. Diese verpflichten sich im Gegenzug, einen Teil ihrer Wohnungen als Sozialwohnungen anzubieten. Diese sogenannte Sozialbindung endet meist nach 15 bis 30 Jahren. Im Moment fallen in Deutschland pro Jahr mehr geförderte Wohnungen aus der Sozialbindung heraus, als neue gebaut werden. Wien dagegen hat seine Bestände einfach behalten. Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung. In vielen deutschen Großstädten sind niedrige Mieten deshalb nicht vorstellbar, weil die Grundstückspreise so hoch sind. Ein Kauf solcher Grundstücke lohnt sich nur mit der Aussicht auf hohe Mieteinnahmen. Das Problem ist Wien auch nicht fremd, meint Stadtforscher Justin Kadi. In Wien sind nach unseren Berechnungen auch in den 10 Jahren nach der Finanzkrise die durchschnittlichen Bodenpreise um mehr als 100% gestiegen.
Und das ist in Österreich oder in Wien insbesondere ein Problem für den sozialen Wohnungsbau, weil der soziale Wohnungsbau eben preiswerte Grundstücke braucht. Im Jahr 2018 beschließt die Stadt, 2/3 des Wohnraums bei neuen Bauprojekten sollen in der Regel geförderter Wohnraum sein. So will die Stadt dafür sorgen, dass die Bodenpreise wieder sinken und mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Eine richtige Verpflichtung ist das jedoch nicht. Selbst bauen, gemeinnützige Unternehmen begünstigen, Sozialwohnungen nicht abgeben und Bodenpreise niedrig halten – das ist der Wiener Weg. Die Preise auf dem freien Markt sind mit denen in Deutschland zu vergleichen. Preiswertes Wohnen ist damit den weniger verdienenden Wienerinnen und Wienern vorbehalten. Wie war das noch, Herr Kadi? Wien ist keine Insel der Seligen. Deutschland aber auch nicht. Sozialwohnungen verkauft, Gemeinnützigkeit eingeschränkt, explodierende Bodenpreise. Deutschland hat ein Mietproblem. Die aktuelle Ampelkoalition will wieder mehr Sozialwohnungen bauen und auch die Wohngemeinnützigkeit einführen. Vielleicht kann sie von Wien lernen.